Hallo alle zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Sage ich das eigentlich immer? Ist das mein normaler Spruch oder habe ich mir das so angewöhnt, weil ich so viel YouTube gucke? Keine Ahnung. Wer weiß. Heute habe ich wieder Seth dabei und heute machen wir wieder ein Wer würde eher Video. Das lief ja letztes Mal ganz gut und ich finde es auch ganz lustig und ihr erfahrt Sachen über uns und wir erfahren vielleicht wir erfahren auch Sachen über uns. Also du liest immer vor und wir halten sozusagen die Schilder hoch mit unseren Namen und beantworten die Frage, wer das, was du vorhast, eher tun würde. Richtig. Wer würde eher... Wer würde eher eine Show oder einen Kinofilm frühzeitig verlassen? Ich lasse mich jetzt noch nicht beeinflussen von dir, aber ich würde sagen... Choose wisely. Ich. Ja, ich glaube auch. Warum würdest du dir das angucken? Weiß nicht, ich würde, glaube ich, aus Prinzip sitzen bleiben. Weil du dafür bezahlt hast? Ja, irgendwie schon. Und du, manchmal ist es dir zu laut oder so und keine Ahnung. Also ich könnte mir bei dir einfach viel mehr Gründe vorstellen, die dich veranlassen, den Saal zu verlassen, aber plötzlich wird es irgendwie... Gruselig. Suddenly, Surprise, Horrorfilm oder sowas. Ja. Da würde ich auf jeden Fall gehen. Es gibt ja so ein Sneak Preview bei Cinema. Und wenn das ein Horrorfilm wäre, also da war ich noch nie. Genau aus diesem Grund. Ja, wir trauen uns deswegen nicht rein, weil es ein Horrorfilm sein könnte. Die ich einfach nicht gucken möchte. Wer würde eher etwas tweeten, was er eigentlich texten wollte? Du kannst auch bei Twitter auch... Ja, also Privatnachricht sozusagen. Ja. Oh, 3, 2, 1. Definitiv. Aber nur, weil du so viel auf Twitter rumhängst. Nee, ich bin fucking tollpatsch. Ich würde das, glaube ich, machen, weil ich mich einfach mit der Technik nicht auskenne. Und da wurde aufklicken. Aber das ich dachte, ist auch das war privat. Warum können das trotzdem alle liken? Ja. Ich schwöre, ich habe dir das geschickt. Wer würde eher in der U-Bahn verloren gehen? 1, 2, 3. Einfach, weil Seth null Orientierungssinn hat. Genau aus diesem Grund. Wer würde eher jemanden schlagen? Oder jemanden einen runterhauen? Oder klatschen? Boah, das ist schwer. Gar keiner. Ja, abgesehen davon, dass wir beide sehr friedliebend sind. 3, 2, 1. Frag mich nicht warum. Ich musste das beantworten. Ich kann es auch seitlich zeigen. Nein, ich glaube, aber eher so, dass ich jemanden aus Frustration irgendwie so klatschen würde. Ich glaube, ich würde nicht in so Rage geraten. Leute irgendwie richtig verprügeln. Ich glaube, ich würde eher jemanden kleinen Klaps geben. Das habe ich auch schon mal gemacht. Mir nicht. Ich weiß nicht. Deine Mutti. Ich werde zurückgeklatscht. Scheiße. So viel zum Thema Will lernen. Da kommen Abgründe auf. Wer würde eher eine Schauspielkarriere anfangen? 1, 2, 3. Ich hatte früher mal überlegt, Schauspielunterricht zu nehmen. Und ich war sogar mal bei so einem Casting sozusagen. Ich kann nur ganz schlecht vorlesen. Man hat dann dort eine Rolle gekriegt. Und den Text musste man dann dort lesen. Ich konnte es einfach nicht. Ich konnte nicht richtig flüssig lesen. Also ich glaube, Texte auswendig lernen ist so nicht das Problem für mich. Ich mache es nur nicht gerne. Aber ich glaube, gerade durch YouTube bin ich ja auch viel mehr in irgendwie so einem Rollenverständnis mir selbst gegenüber drin, dass ich damit mittlerweile gar nicht mehr so ein Problem habe, so irgendwie bestimmte Seite zu zeigen oder aus mir rauszukommen oder so. Und ich glaube mittlerweile, nach den paar Jahren YouTube, habe ich da weniger ein Problem mit als früher. Wer würde eher eine Schönheits-OP machen? 3, 2, 1. Ich. Erklär. Ich glaube, ich stehe jetzt schon immer vorm Spiegel und denke so, ach, so ein bisschen Botox, so ein bisschen die Lippen aufspritzen. So halb ernst. Aber ich glaube, wenn das ernst wäre, dann trotzdem eher du, oder? Ja, ich glaube auch. Das heißt hier halb ernst. Wo ist der nächste Doktor? Ich hätte gern hier, hier und hier. Und wenn sie einmal dabei sind. Nee, die Brüste würde ich mir nicht machen lassen. Wer würde eher Bungee-Jumpen gehen? Ich bin raus. Verdammt. Ich muss dazu sagen, ich habe mega Höhenangst. Oh, stimmt. Aber ich glaube, wenn du vor dem Bungee-Sprung wärst, hättest du auch mega Angst davor. Ja. Ich weiß gar nicht. Okay, das wird interessant. Solange es nicht Skydiving ist. 3, 2, 1. Hey! Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich irgendwie springen müsste, könnte ich mich eher überzeugen lassen, als wenn du totale Angst hättest. Das stimmt, manchmal gerate ich in so eine Phase oder so einen Zustand der Angst und dann komme ich da nicht so gut wieder raus. Aber früher war ich so, no risk, no fun, das war mein Motto. Ich wollte das eigentlich mal machen. Ich bin ja auch nach Neuseeland gefahren und so, da kann man das super gut machen. Aber am Ende habe ich es doch nicht gemacht. Ich würde es trotzdem nicht machen. Mir war es irgendwie dann nicht so wichtig mehr, ehrlich gesagt, als ich dann vor der Entscheidung du, nee, ich war. Du, Bungee-Jumpen ist mir voll wichtig. Naja, es gibt so Sachen, die möchte man mal gemacht haben, einfach, ja. Weißt du? Und
Das war dann nicht mehr so auf meiner Bucketlist. Alles, was mit großen Höhen zu tun hat, gehört definitiv bei mir nicht dazu. Wer würde eher in der Öffentlichkeit furzen? 3, 2, 1. Nicht, dass ich das schon gemacht hätte oder so. Okay, nächste Frage. Dass ich das schon ertragen musste oder so. Oh, hör auf. Das klingt schrecklich. Nein. Das Furzmonster. Alles okay. Nein. Wer würde eher ausgeschimpft werden? Also von den Eltern zum Beispiel. Oder Lehrern. Irgendwelchen Menschen, die Autorität haben. Okay. 3, 2, 1. Okay, warum? Warum du? Weiß ich nicht, weil ich ein Tollpatsch bin. Ja, aber dafür wird man noch nicht ausgeschimpft. Du meinst eher so aus Versehen würdest du irgendwas machen. Ich werde dafür ausgeschimpft. Nein. Ich glaube eher ich, weil ich schlecht erzogen bin und mich nicht an Regeln halte. Wenn da steht, bitte nicht den Rasen betreten, dann... Rasen betreten. Richtig. Bitte nur ein Waffen pro Person. Ja, ich glaube wegen solcher Sachen. Bitte nicht in der Öffentlichkeit furzen. Hey. Wer würde er alleine in Urlaub fahren? 3, 4, 5. Ich war auch schon mal alleine im Urlaub, sag ich mal. In Japan zum Beispiel war ich einen Monat mal. Ich war ja auch schon mehrfach alleine in Indien. Zum Beispiel, stimmt. Aber ich glaube, jetzt, nachdem wir zusammen sind, würdest es trotzdem du eher machen, weil... Ich rede auch ständig davon. Naja, nicht ständig, aber... Also, es gibt halt so Sachen, die muss man irgendwie mal auch alleine machen. Also wandern oder sowas. Wenn man mal irgendwie so ein bisschen mentale Hygiene will, so... Da kommt es auch nicht drauf an, wer da jetzt mit ist, sondern einfach, dass gar keiner mit ist. Mhm. So, und ich glaube, das ist dann halt auch wichtig und irgendwie nachvollziehbar. Das hast du schön gesagt. Ne? Mhm. Wer würde eher seinen Besitz verkaufen? 1, 2, 3. Ich. Yeah. Also selbst wenn ich jetzt übelst viele teure Sachen hätte. Früher hing ich mehr an Dingen. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch automatisch, dass du mehr an Sachen hängst, wenn du mehr hast. Also ich habe zum Beispiel übelst viele Klamotten irgendwie, die ich alle einsortiert habe. Und vielleicht kommt das noch ein bisschen aus meiner Kindheit, weil ich habe immer früher Dinge gesammelt. Steine, Pokémon-Karten, so was man halt zusammenhält, ne? Und das war mir übelst was wert, das zu haben und das zu... Das hätte ich auch nicht wieder hergegeben, irgendwie meine Pokémon-Kartensammlung oder so. Und ja, ich glaube, wenn man älter wird, verlagert sich das ein bisschen auf andere Dinge. Ja, ich nicht mal so. Auch, das kommt mit dem Alter, dass man irgendwie sagt, Happiness kommt von innen sozusagen. Ja, klar. Wer würde eher einem engen Freund sagen, dass er genervt ist? Dass der Freund gerade nervt? Chef? Würde ich auch sagen. Wer würde eher seine ganzen liebsten TV-Shows nochmal gucken? Wer würde das wohl machen? Macht das eigentlich das ganze Jahr? Thinking. 1, 2, 3. Ja, ich habe gerade Gilmore Girls fertig geguckt und Friends und obwohl ich das ja vorher noch nie geguckt hatte eigentlich. Aber wenn ich da erstmal drin bin, dann wird das geguckt straight away von Episode 1 bis 10 oder was auch immer. Nee, dieses Jahr kommt erst 8. Ach nee, das war Star Wars. Wer würde eher zu viel packen, wenn er in Urlaub fährt? 1, 2, 3. Echt? What? Du? Findest du das? Ja, du. Zu viel packe? Ja. Weil du immer noch Schalen mit hast mit Nüsschen, Tomaten. Ich denke vielleicht immer, dass ich wenig packe und dann am Ende so, ach ja, meine Waschtasche noch und mein Make-up und das Paar Schuhe würde ich auch noch gerne. Und natürlich meine Jacke, weil die möchte ich jetzt gerade nicht tragen. Ich glaube, es wird schnell übelst viel. Das stimmt. Wer würde sich eher im Restaurant über sein Essen beschweren? Ich dachte, du würdest sagen, übergeben. Hat es Ihnen denn geschmeckt? Ich habe es nicht gesehen. Ja. Das ist wieder dieses aus dem Bauch raus. Ja, ich glaube auch. Also ich würde das sagen. Ich glaube auch. Ich glaube, ich würde einfach, wenn da irgendwas an dem Essen wäre, dann würde ich das einfach nicht essen. Wo wir zum letzten Mal in Rostock waren, bei dem Inder und die da auch dein Essen irgendwie so ein bisschen versaut haben, da hatten wir extra gefragt, ob da halt irgendwie Sahne drin ist. Und da hat er gesagt, nein, alles okay und so. Und da hat er das gebracht und natürlich war Sahne drin. Wir hatten dann einen anderen Kellner gefragt so. Und sowas geht echt gar nicht, ey. Da krieg ich den richtigen Hals so. Weil das halt auch um Gesundheit geht, ne? Weil wenn du dich drauf verlässt auf so eine Aussage, dann bist du aber derjenige, der über dem Klo hängt, so, das ist echt nicht lustig. Also das ist ja was anderes, als wenn es dir nicht schmeckt, ne? Aber gut, die Frage war ja, sich über das Essen beschweren. Super, Leute. Ich glaube, das war's heute mit unserem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt diesem Video gerne ein Like, wenn das der Fall hat. Checkt natürlich auch Seth aus und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Wenn man steht, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss!